In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NHV kann am Dienstag auch wieder gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Geplaudert über dies und das wird am Dienstag ab 14 Uhr beim Kulturbund in der Langen Straße in der Hoyerswerder Altstadt. Dazu gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda startet am Dienstag ab 14 Uhr das Angebot Alles rund um den Garten. Ab 15 Uhr wird in der Holzwerkstatt gebastelt. Im Jugendclub Ost-Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint genutzt werden. Ab 16 Uhr gibt es dann Game-Angebote für Kids und Eltern. Kluge Köpfe werden am Dienstag auch im Natz in Hoyerswerda am Markt gebraucht. Die AG Schach lädt ab 14 Uhr Anfänger, aber auch Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda im Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. In Lauter macht ebenfalls um 14 Uhr der NHV das Stelldichein in der Einsteinstraße auf. Es ist dort Spielenachmittag. Sie können am Dienstag in Groß-Dubrau Blut spenden von 15 bis 18 Uhr in der Grundschule. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda läuft am Dienstagabend noch einmal die Komödie Der Vorname von Sönke Wortmann.